Ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia, eure Ex-Grundschullehrerin von Händchen in Hand. Und ich habe ja schon ganz lange versprochen, dass ich mit euch mal über PDA sprechen wollte. Und ja, es heißt nicht Periduralanästhesie, wie ganz viele fragen. Es heißt, ist ein Kürzel für Pathological Demand Avoidance. Und das heißt, dass Kinder, die so eingeordnet werden, ja, das Kind hat PDA, obwohl das auch noch so in den Anfängen steht, dass die eine pathologische Aufforderungsverweigerung an den Tag legen. Ja, so erstmal soweit ganz grob und knapp gesagt. Das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Und ihr wisst ja, dass ich auch mit den ganzen Diagnosen immer sehr, wie soll ich sagen, ich gehe damit sehr individuell um und sehr lösungsorientiert. Und natürlich ist diese Aufforderungsverweigerung auch sehr eng im Zusammenhang mit Schulverweigerungen. Das heißt, ganz viele Kinder, die tatsächlich mit diesem PDA diagnostiziert werden, haben auch eine Schulverweigerungsgeschichte, beziehungsweise wollen gar nicht erst hin, ja. Und es ist eine sehr spannende Geschichte, weil es einerseits dem Autismus-Spektrum zugeordnet wird, also PDA-Autismus auch genannt. Und andererseits gibt es aber auch Leute, die sagen, hey, das ist eine Untergruppe der Hochsensibilität. Und da ist es auf jeden Fall sehr spannend, wenn wir uns hier auf diesem Kanal mal damit auseinandersetzen, weil natürlich hier viele Kinder sind, die nicht zur Schule gehen wollen. Und das nicht nur, weil die Eltern sagen, hey, also da fällt uns doch was Besseres ein, sondern auch, weil die Kinder durch ihre Beharrlichkeit die Eltern dazu drängen, neue Wege zu suchen. Ja, und diese Beharrlichkeit kann zum Teil tatsächlich durch dieses PDA, durch dieses Persönlichkeitsmerkmal, nenne ich es jetzt mal, verursacht werden, unter anderem. Deswegen möchte ich euch das einfach mal vorstellen und damit ihr einfach, ja, ein bisschen darüber Bescheid wisst, weil es macht das Leben mit eurem Kind auf jeden Fall einfacher. Und ich werde dann nachher auch noch so ein paar Stichpunkte von dieser Checkliste, von dieser PDA-Vereinigung vorlesen. Die verlinke ich euch mal unter dem Video, damit ihr einfach mal gucken könnt, passt das. Ich kann euch auch einen PDA-Autismus-Test nochmal verlinken. Der ist allerdings auf Englisch, aber den fand ich sehr gut und den könnt ihr auch mal ausprobieren. Aber Achtung, Google-Dokument. Also ich weiß, manche sind da immer sehr skeptisch. Und das ist auch richtig so und das soll man auch sein, nur ich sag mir halt, ne, man nimmt mit, was man mitnehmen kann und lässt das andere liegen. So. Genau. Also auf jeden Fall, wie gesagt, wird es meistens noch dem Autismus-Spektrum zugeordnet, aber es gibt halt auch Kinder, die sind jetzt nicht ansonsten in irgendeiner Form autistisch, also zum Beispiel, dass sie nicht gern anderen in die Augen gucken, dass sie Probleme haben in sozialer Interaktion, ja. Also bei manchen kommt es gedoppelt, ja. Da habe ich auch eine ganz tolle englische YouTuberin dazu gefunden, die verlinke ich euch mal hier oben mit einem Video, die das sehr kurzweilig und wundervoll erklärt, wie das so ist mit Autismus und PDA. Aber es gibt halt auch Kinder, die nur PDA haben. Und manche nennen das auch eben eine Behinderung des autonomen Nervensystems sozusagen, weil die Kinder einfach durch diese Erwartungshaltung, durch Druck und Zwang und Aufforderung, wie zum Beispiel die Schulpflicht, sofort in dieses Reptiliengehirn springen und sofort in den Überlebensmodus schalten. Das heißt, sie fühlen sich von Erwartungen, von Druck und Zwang so überwältigt, dass das für sie einer Lebensgefahr gleicht. Also ihr wisst ja, wir haben ja unser Reptiliengehirn sozusagen hier hinten, unser Stammhirn. Und wenn wir mit diesem Teil unseres Gehirns auf eine Situation reagieren, dann ist das immer eine Überlebensreaktion. Das heißt, wir fühlen unser Leben bedroht dadurch, ja. Und das passiert halt bei diesen Kindern viel, viel schneller als bei normalen Kindern, was auch immer normal ist und wer auch überhaupt heutzutage noch normal ist. Genau. Also, und das passiert dann halt sehr schnell. Und nun kann man sich vorstellen, dass, wenn man zum Beispiel nicht gerne in die Schule gehen will, aber jemand sagt, du musst aber in die Schule gehen, dass es dann gar nicht mehr darum geht, dass die Schule vielleicht blöd ist, sondern dass man gar nicht hingehen will, weil man muss.
weil man sich von dieser Erwartung schon so sehr unter Druck fühlt. So, das heißt, sie gehen also gleich in eine Überlebensreaktion. Ich hatte ja auch schon mal so Traumareaktionen von Kindern, ein Video drüber gemacht, verlinke ich dir mal hier. Und diese Überlebensreaktionen sind also Fight, Flight, also Kampf, Flucht. Dann gibt es noch Freeze, also das Erstarren, Totstellen. Dann gibt es noch Fawn. Und ich habe neulich noch eine interessante Sache gehört. Also Fawn heißt, dass ich quasi so lieb bin und mitmache, weil ich sonst Angst habe, dass mir noch Schlimmeres passiert. Also, und das ist eigentlich, habe ich auch bei dem Hochsensibilitätsmerkmalsvideo neulich, verlinke ich dir mal hier, auch angesprochen. Das ist das Gefährlichste, weil dann, das sind die Kinder, die maskieren. Das heißt, sie machen schön mit in der Schule und zu Hause lassen sie alles raus und du, keiner versteht dich dann, weil das Kind ja draußen funktioniert, ne? Aber das liegt einfach an der individuellen Neigung, so oder so zu reagieren, ja? Und es gibt Kinder, die machen halt mit, bis sie dann sozusagen im Burnout sind irgendwann, ja? Und das ist im Prinzip, das sind diese Reaktionsmöglichkeiten und dann kam neulich noch was dazu, Attachment. Also es gibt auch Kinder, die in Notsituationen sich krallen, egal wer da ist, der wird gekrallt und dann Bindung, durch Bindung wieder Sicherheit bekommen, ja? Je nachdem. Also wie gesagt, und dann ist hier vorne unser Frontallappen sozusagen ausgeschaltet. Das heißt, wir kommen da nicht mehr ran mit irgendwelchen Vernunftsargumenten. Wir kommen nicht mehr ran mit, also jetzt auf der Gefühlsebene, wie, ach Mama, hat dich doch lieb und jetzt mach doch nicht so. Das ist dann halt ein richtiger Meltdown, der dann passiert, wenn das Kind total überreizt ist. Und das kann manchmal auch bei vermeintlichen Kleinigkeiten passieren. Und der muss erstmal korreguliert werden, bevor wir wieder mit unseren Vernunftsargumenten kommen können. Und das, ihr Lieben, gilt nicht nur für Kinder, die PDA sind oder PDA-Charakterzüge haben, sondern das gilt für alle Kinder. Ja? Und deswegen finde ich das auch so interessant, auch für diesen Kanal, weil das einfach auch sehr sich eben überschneidet mit der Hochsensibilität, wo eben das Fass schneller überläuft. Ja, also zuerst entdeckt hat es Elizabeth Ann Hewson 1980 im Vereinigten Königreich. Sie war Kinderpsychologin und hat eben herausgefunden, dass es eben PDAler sind, die eben große Schwierigkeiten haben, damit Aufforderungen, sozialen Erwartungen oder alltäglichen Anforderungen des Lebens zu entsprechen. Also sprich Routinen, Struktur, Essen, Schlafen ist auch bei ganz vielen PDA-Kindern ein großes Problem, in den Schlaf zu finden. Manche haben sogar einen 36-Stunden-Zyklus, ja, und dann die Eltern werden total, sie können ihr Kind nicht handeln, ja. Das ist schon mal ein gutes Anzeichen, dass dein Kind vielleicht davon betroffen sein könnte, ja? Zähne putzen, Hände waschen, Schule, Kita, das Gefühl zu haben, etwas tun zu müssen, einfach hinzunehmen und zu erfüllen. Selbst die eigenen Erwartungen an sich können zur Qual werden, ja? Und dann ist es auch noch so, dass diese PDA-Kinder ein sehr, ähnlich wie die Hochsensiblen, ein sehr großes Bedürfnis haben nach Autonomie, dass sie selber eben Dinge machen, dass sie selber Dinge entscheiden können und nach Augenhöhe, ja, nach Gleichwertigkeit. Und das sind diese zwei wichtigen Dinge. Also es muss gleichwertig sein. Wenn sich jemand über ein PDA-Kind erheben will, fühlt sich das Kind auch bedroht. Ja, wenn jemand selbst zum Beispiel kränker sein will oder lustiger sein will oder schöner sein will, das ist auch eine Bedrohung. Dann möchte das PDA-Kind auch wieder einen Ausgleich herbeibringen. Ja, also das sind diese zwei großen Dinge und dann natürlich auch Kontrollverlust vermeiden, was natürlich mit Autonomie auch zusammenhängt. Ich möchte alles selber machen, ich möchte es selber bestimmen. Und das ist so der Punkt, an dem ich mir sage, hey Leute, brauchen wir nicht solche Kinder, ja, die tatsächlich sagen, hey, ich will das selber machen und ich bin hier auch schon als, sag ich mal, komplettes Wesen hier. Ich bin noch klein, ich muss noch wachsen und es gibt sicher Dinge, die ich nicht weiß, aber so von der Sache her möchte ich einfach auf Augenhöhe behandelt werden. Und da hat es bei mir einfach so, ich habe mich jetzt die letzten Monate wirklich intensiv damit beschäftigt, da hat es bei mir so Klick gemacht und ich habe mir gedacht, passt, Kinder der neuen Zeit. Ich verlinke euch mal das Video, was ich dazu schon mal gemacht habe.
passt. Ist natürlich für die Eltern manchmal weniger lustig in den Strukturen, wie wir sie heute haben, weil die sind natürlich nicht so gedacht, dass das Kind zum Beispiel den Familienalltag mitbestimmt, geschweige denn vielleicht sogar bestimmt. Ja, das müssen dann die Eltern sozusagen machen. Und dieses PDA hat nichts mit Trotzverhalten zu tun. Da gibt es nochmal eine Extradiagnose, ODD, Oppositional Defiant Disorder. Das sind also die Kinder, die immer trotzen. Ja, es gibt ja auch, hat meine Freundin zu mir gesagt, es gibt immer Menschen, die mitmachen und Trotzmenschen. Und dann hat sie gesagt, Julia, du bist ein Trotzmensch. Okay, gut, muss ich damit leben. Aber auf jeden Fall ist es nicht das, weil wir müssen verstehen, dass diese Kinder sich, wenn diese Erwartung kommt, ob das jetzt die Nachbarin ist, die die Hand geschüttelt haben will, oder ob das die Lehrerin ist, die will, dass die Aufgabe noch beendet wird, oder ob das der Papa will, ist, der abends Zähne putzen will, die Kinder fühlen sich dermaßen bedroht, dass sie Angst haben, dass sie in diesen Überlebensmodus rutschen. Und das ist im Prinzip eine Besonderheit ihres Nervensystems, ja, dass sie besonders schnell dazu neigen, in diesen Überlebensmodus zu schalten. Und das eben im Besonderen bei speziellen Erwartungen, die sie tief und stark spüren, ja. Und das ist im Prinzip, oder eben bei Autonomieverlust oder bei Augenhöhenverlust, ja. Und das hat nichts mit Trotzverhalten zu tun, weil sie sind dann in dem Moment hier abgeschaltet, ja. Sie sind dann hier abgeschaltet und du brauchst auch gar nicht versuchen, irgendwie mit Erziehung zu kommen, weil Erziehung das Problem eigentlich ist dieser Kinder, ja. Du musst jetzt aber das machen, weil das macht man so. Oder weil was sollen die Nachbarn sonst denken und so weiter. Also alle Gründe, warum wir unsere Kinder erziehen, haben da natürlich auf jeden Fall einen großen Druck in sich, den diese Kinder spüren und wo die Kinder einfach ausscheren und sagen, ohne mich. Ich bin jetzt mal gerade weg. Ne? Ich habe jetzt mal meinen Meltdown, weil das ist mir zu viel. Ja. Und wenn wir eben nicht in diesem frontalen Kortex sind, dann können eben diese verschiedenen Reaktionen passieren. Und je nachdem wird dann eben dieses PDA schneller oder eben nicht so schnell erkannt. Und ja, wie gesagt, wenn die Aufforderung absolut nicht zu vermeiden ist, kommt das eben zum Meltdown und zur Panikattacke. Und das klingt jetzt sehr krass. Ja, so wie, das kann es auch sein, ja, bei manchen Kindern. Aber bei anderen Kindern ist es eben so, dass es nur so aussieht. Und keiner merkt's, ja. Das könnte jetzt zum Beispiel ein Freeze gewesen sein. Oder ein Fawn, ja, so, oder dass ich versuche, meine Panikattacke zu maskieren, ja, die ich habe als Kind. Es kann allerdings auch ein richtig krasser Wutausbruch sein mit Treten, Dinge werfen, hyperventilieren und so weiter. Es muss nicht so krass sein. Es wird natürlich auch immer krasser, umso mehr das Kind gereizt wird. Ja, umso mehr immer wieder dieser Wundepunkt angetriggert wird. Das heißt, wenn du kitafrei lebst mit deinen Kindern und schulfrei und du auch ansonsten sehr bindungsorientiert bist, ja, dann kann es sein, dass du es vielleicht gar nicht merkst, dass dein Kind so ist. Dein Kind hat dich vielleicht indirekt schon in diesen Weg geschubst, ja? Durch sein, wie es ist. So viele Eltern sagen dann auch, also ich könnte mir nie vorstellen, dass mein Kind in den Kindergarten geht mit 2 oder 3. Das könnte ich mir einfach gar nicht vorstellen, ja? Und das sind dann oft so die Kinder, die einfach schon ihre Eltern so in diese Richtung führen, in die sie gehen sollten, damit es einfach ein friedliches Miteinander gibt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht auch Lehrer und Erzieher gibt, die sich auf Kinder mit besonderen Reaktionen gut einstellen können und mit besonderen Bedürfnissen, aber es sind halt leider nicht alle. Und ich habe neulich erst wieder eine ganz traurige Geschichte mir angehört von einer ganz lieben Followerin und da gibt es vielleicht natürlich anonym auch nochmal einfach, dass ich auf diese Sache nochmal hinweise, wie sehr Kinder in unserem Schulsystem leiden. Es ist einfach immer wieder so, ja. Genau, und es gibt halt Merkmale, wo man mal überlegen kann, was so typisch sein könnte, obwohl ich auch nicht mit allen diesen Merkmalen auf dieser Checkliste des PDA-Autismus Vereins übereinstimme. Einfach, weil ich glaube, dass manche Dinge, die da draufstehen, erst passieren, wenn du das Kind
sag ich mal, versuchst, in diese Gesellschaftsschablone zu pressen. Die müssen, aber das muss überhaupt nicht so weit kommen, ja. Genau, also wenn du dich oder auch dein Kind wiederfindest in einigen Dingen, die ich jetzt mal aufliste, dann lohnt es sich auf jeden Fall, dass du dich mal mit dem Thema beschäftigst, weil ich finde, das ist einfach, glaube ich, zum Beispiel auch gerade, das sind die Kinder mit der Sprengkraft, die wir brauchen, um was zu verbessern, um was zu verändern, auch und vor allem an unserem Schulsystem, ja. Genau, also alltägliche Anforderungen, Anziehen, Essen, Toilettengang, Schulbesuche, Klassenfahrt, Klassenausflug, Zahnarzttermin sind unerträglich stressig, ja. Trifft natürlich genauso gut für Hochsensible zu. Dann blockt ab, wenn Aufforderungen nicht offen formuliert werden. Also da gibt's dann auch noch Tipps und Tricks, wie man mit solchen Kindern besonders gut umgehen kann. Wenn du jetzt selbst kein solches Kind hast, hast du vielleicht Kinder in der Verwandtschaft und darauf gehe ich aber in anderen Videos ein, das sprengt sonst hier gerade den Rahmen. Dann Kinder vermeiden die Anforderungen selbst, nicht die Tätigkeit. Also das heißt, sie vermeiden etwas, was sie tun müssen, nicht weil sie das nicht gerne tun, sondern weil es ein Zwang ist. Ja. Dann kann es dadurch passieren, dass selbst Dinge, die die Kinder wollen, nicht passieren. Zum Beispiel Spielplatz gehen, Eis essen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen das jetzt tun oder sie müssen sich vorher dafür anziehen und so weiter, ja. Genau. Selbst wenn es ihnen zum Vorteil gelangen würde, ja. So, und dann gibt es, und da weiß ich nicht, also da bin ich mir nicht so sicher, ob das für alle zutrifft, dass die Menschen nicht gern Lob hören, weil das wieder eine Erwartung beinhaltet, ja. Also wenn ich jemanden lobe, oh, das hast du aber fein gemacht, dann vergällt das den Kindern den Spaß, weil, oh Gott, dann muss ich es ja das nächste Mal wieder so toll machen, ja. Und dann nutzen die Kinder zum Teil Vermeidungsstrategien wie Ablenkung, Ausreden, krank, körperlich, nicht in der Lage, hinauszögern, Ablehnung dessen, was sie tun sollen, oder dann einfach Rollenspiele, dass sie dann auf einmal nicht mehr sie selbst sind und so weiter. Das ist aber auch wichtig zu sagen, dass diese Kinder dann wirklich das körperlich fühlen. Ja, die fühlen dann wirklich, ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr sprechen. Wenn irgendwas getan werden muss, was sie nicht tun möchten. So, und wenn diese Aufforderung trotzdem durchgesetzt wird, das hatte ich ja oben schon genannt, führt das zu einer schnellen Eskalation. Das heißt also, entweder dein Kind reagiert mit Panik, mit Weglaufen, Aggression, Schreien, Wutanfall, Schlagen, Treten, Selbstverletzen. Ja, wenn dein Kind sich auch selbst verletzt, so zum Beispiel, ja, oder schlimmer, dann könnte es auch darauf hindeuten, ja, dass es in irgendeiner Form sich von einer Situation so unter Druck gesetzt fühlt, dass es dazu greift, ja. Aber wie gesagt, das sind dann auch alles Dinge, die vielleicht auch auftreten, wenn man die Kinder eben, sage ich mal, für ihren Neurotyp nicht richtig behandelt. So, und dann verhandeln sie oft bessere Konditionen aus, machen gern Tauschgeschäfte und bei Autonomieverlust wird dann eben versucht, die Augenhöhe wiederherzustellen. Ja, das habe ich ja auch schon gesagt, ne? Und das sind eben auch Kinder, die zum Beispiel zu Erwachsenen auch mal was sagen. Und das ist auch gut und wird auch gebraucht. Wie gesagt, nicht alle Punkte auf der Liste sind für jeden stimmig. Das kommt eben auch auf diese individuellen Coping-Strategien an. Wenn dein Kind jetzt nicht tritt und beißt, wenn du Zähne putzen willst, sondern immer eher so traurig, ängstlich wird, kann das auch eine innere Panikattacke sein, ja. Also das kommt eben drauf an, deswegen wirst du dich nicht in jedem Punkt natürlich wiederfinden, ja. Ja, und dann gibt's ja auch noch die schöne Maskierung, ne, weil die Vornreaktion ist das ja im Prinzip, ne. Wenn man mitmacht, weil man muss und Angst hat, dass wenn man nicht mitmacht, dass dann noch Schlimmeres passiert. Aber das Mitmachen ist in dem Fall nur eine Coping-Strategie und keine Kooperation. Ja, das ist ein ganz schön wichtiger Unterschied. Ja, genau. Und das kommt eben drauf an, wie sehr man im Laufe der Entwicklung das Kind abgeholt und aufgefangen hat. Und da gibt es natürlich auch ein Spektrum. Ja, manche Kinder haben vielleicht so einen kleinen Teil davon und manche full-fledged, ja. Und ich muss sagen, also als ich davon gehört habe, habe ich gleich gedacht,
Das hatte ich. Ja, aber maskiert natürlich. Ordentlich maskiert. Aber so auch auf der Liste mit diesem Test, diese englische Testliste. Wahnsinn. Also habe ich mich abgeholt gefühlt von den Fragen, auf jeden Fall. Dann haben diese Kinder Schwierigkeiten, soziale Hierarchien zu erkennen oder zu akzeptieren. Möchten wie ein Erwachsener behandelt werden? Und ja, da kann ich nur wieder sagen, das ist für mich ein Zeichen für die Kinder der neuen Zeit und das ist für mich auch ein gutes Zeichen, weil es ist gut, wenn wir diese Hierarchien immer erkennen. Es ist gut, wenn wir dann immer Katzbuckeln, wenn irgendjemand ja denkt, er ist jetzt was Besseres, weil er Geld hat, weil er studiert hat, weil er Experte ist, weil er Lehrer ist. Oder wäre es vielleicht nett, wenn wir uns als Menschen begegnen und nicht als Angehöriger einer Kaste und einer anderen Kaste. Ja, so. Da sollten wir doch eigentlich langsam drüber hinweg sein. Dann kann es passieren, dass es zu Sprachentwicklungsverzögerungen kommt, in den Kleinkinderjahren, die aber dann relativ schnell aufgeholt wird. Das Kind will das Sagen haben, aber nicht, weil es dominant ist unbedingt, sondern aus Angst vor Kontrollverlust. Ja, ganz wichtig, dass diese Kinder auch nicht falsch eingeschätzt werden. Soziale Interaktionen müssen immer zu seinen Bedürfnissen oder zu Bedürfnissen des Kindes, ja, passieren. Ja, das ist ganz wichtig. Stimmungsschwankungen und durch scheinbar kleine Auslöser oder alltägliche Ereignisse, wenn das Fass voll ist, ja, kann dann auch ein Meltdown passieren. Also man denkt manchmal, alles ist gut und eine Sekunde später liegt dein Kind auf dem Boden und schreit. Ja, kann passieren. Und entspricht für mich auch total der unmaskierten Hochsensibilität. So, dann Stimmung kann eben schnell umschlagen. Das passt ja auch zu Stimmungsschwankungen. Dann das Gefühl, auf Eierschalen laufen zu müssen, damit man das Kind nicht dauernd triggert. Und es kann passieren, dass eben diese Kinder stark externalisierend dann reagieren oder, wie ich das vorhin mit der Panikattacke vorgemacht habe, stark internalisierend, ja. Und dann geht natürlich die Stimmungsschwankung einher manchmal, wenn es zu krass ist, mit Kontrollverlust und Traumareaktion eben Fight, Flight, Fawn, Freeze oder eben Attach. Ich denke mal, diese Liste von diesen möglichen Traumareaktionen, die wird auch immer, immer länger werden, weil wir merken werden, dass Menschen so individuell sind und so unterschiedlich. Du kannst nicht unbedingt sagen, das ist jetzt total normal oder das ist jetzt eine Traumareaktion, weil was für den einen eine normale Reaktion ist, ist für den anderen schon eine Traumareaktion. Also, und was man auch nicht unbedingt nach außen immer so sieht, also wenn es mehr dieses Internalisierende ist, ne? Diese Kinder sind oft auf volle Aufmerksamkeit und Koregulation angewiesen und bringen andere dazu, auch wieder wegen der Augenhöhe und der Angst vor Kontrollverlust, Dinge auf ihre Weise zu tun, weil sie dann diese Sicherheit fühlen, ne? Sie wollen einfach für ihre Sicherheit sorgen. Ja, genau. Denn das finde ich passt jetzt nicht so. Ich denke, das sind erstmal die wichtigsten Dinge. Die eine Sache vielleicht noch starre Vorstellungen, wie er wann und was er tun will, ja, oder sie. Und die Kinder fühlen sich sehr wohl, wenn sie Rollenspiele machen können, können auch in den Rollenspielen ihre Erlebnisse gut verarbeiten. Und leben dann auch zum Beispiel Fernsehcharaktere aus und so weiter und erfinden ihre eigenen Fantasiewelten eben auf Grundlage dieser Sachen. Und die Kinder können, manche von den Kindern können sehr gut maskieren für einen bestimmten Zeitraum oder in einem bestimmten Setting. Und dann ist es eben, wie gesagt, wie ich am Anfang schon erklärt hatte, sehr schwierig, das rauszufinden. Ja, und es ist wie gesagt ein sehr komplexes Thema und ich werde es jetzt noch in mehreren Videos aufgreifen und ich möchte eben an dieser Stelle sagen, dass die Kinder wirklich für mich da sind, um Missstände aufzuzeigen und dass wir mit Kindern, so wie wir heute mit Kindern umgehen, einfach nicht umgehen dürfen, ja? Und dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass Kinder immer so brav bei allem mitmachen, wie wir es vielleicht gewöhnt sind und gewohnt waren, weil wir ja selber so aufgewachsen
aufgewachsen sind, ja. Und es ist einfach keine Selbstverständlichkeit, dass immer die Kinder den Kürzeren ziehen. Und so ist es ja am Ende. Die Kinder haben hier zu funktionieren oder sie kriegen Tabletten, ja. Und das ist so schade, ja. Und da kommen eben diese Kinder daher mit dem PDA-Profil, sage ich mal, was jetzt mehr oder weniger zutreffen muss. Kinder, die sich nicht mehr so gerne was sagen lassen wollen und die auch gar nicht anders können, weil sie ja in ihrem Nervensystem sozusagen schwupps gar keine andere Möglichkeit haben, als so zu reagieren. Das heißt, sie kommen gar nicht groß zum Nachdenken, ist das jetzt angebracht, darf ich das jetzt, sondern bumm, ja. Bumm, passiert das und das ist eigentlich auch unser Weckruf. Und das finde ich sehr, sehr bedeutend, wirklich. Und die Kinder brauchen eben sehr viel Freiheit. Und dann kommt es gar nicht in so vielen Punkten wie eben mit dieser Checkliste dazu, dass solche Dinge passieren. Und ich habe sie euch ja auch verlinkt. Da sind noch viel krassere Stichpunkte noch dabei, wenn ihr das euch nochmal anschauen wollt. Und das würde vielleicht gar nicht so in Erscheinung treten, wenn Erwachsene sich einfach besser in kleine Kinder und in ihre Ängste einfühlen könnten. Und genau, Tipps, wie man dann eben mit so Kindern, die eben da so ganz krasse Vorstellungen haben, von ihrer Autonomie und von ihrem Kontrollbedürfnis her und der Augenhöhe, die kommen in den nächsten Videos. Und wie gesagt, für mich sind es von der Sache her eigentlich Charakterzüge. Es ist jetzt für mich nicht wirklich eine Krankheit. Es ist halt eine sehr große Reizoffenheit, ähnlich eben wie bei der Hochsensibilität. Nur eben, dass es sich bei den Kindern vor allem eben auf diese Erwartungen bezieht. Ja. Und das ist auf jeden Fall für mich so ein bisschen der Unterschied, wo ich sagen würde, da kann man bei einzelnen Kindern wirklich nochmal hinschauen, weil dann gibt es eben Dinge, die man tun kann, Strategien, die man anwenden kann, damit man gut mit diesen Kindern zusammen leben kann und damit man das Geschenk erkennen kann, was diese Kinder für die Familie bedeuten und für die Entwicklung der Familie und auch für die Weiterentwicklung der Gesellschaft, für mich, ja. Nämlich, dass wir uns selbst befreien und dass wir unsere alten Glaubensmuster endlich einreißen. Und das ist für mich so unendlich bedeutsam und deswegen wollte ich mit euch das teilen. Und wie gesagt, drückt gern das Abo und die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn es zu diesem Thema noch weitere Videos gibt, nämlich wie kann ich denn nun gut mit den Kindern umgehen? Ja, weil es ist natürlich in dieser Gesellschaft im Moment nicht einfach und da gibt's eben Strategien, mit denen man das machen kann und zu denen gibt es dann jeweils zu jeder Strategie ein Video, weil ich gemerkt habe, wenn ich so durchhetz und euch einfach nur die Strategien aufzähle, dann ist vielleicht noch nicht unbedingt klar, was damit gemeint ist, ja. Und deswegen möchte ich mit euch das so ausführlich machen, weil, und jetzt kommt der Punkt, der hüpfende Punkt oder das springende Komma, weil diese Strategien eigentlich alle Kinder verdient haben und weil das für alle Kinder unheimlich toll ist, wenn wir mit ihnen so umgehen können und unser Leben neu überdenken können für unsere Kinder. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen. Teilt es fleißig, wenn ihr denkt, okay, das könnte bei demjenigen gut passen und das wäre vielleicht eine Erleichterung. Wie gesagt, mehr folgt bald und ich freue mich, dass du bis hierher zugehört hast. Das ist ja eins meiner längeren Videos jetzt mit fast 30 Minuten, wie ich hier sehe. Und ich freue mich natürlich immer über ein Like und wenn du das nächste Mal mit dabei bist und bitte fleißig kommentieren. Ciao, eure Julia.